Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jens Riewer. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. In Bremen gibt es nach der Wahl personelle Konsequenzen. Bürgermeister Börnsen, dienstältester deutscher Ministerpräsident, verkündete seinen Rückzug. Nach dem enttäuschenden Abschneiden seiner SPD will er nicht mehr antreten, auch wenn Rot-Grün trotz herber Verluste rechnerisch noch eine Mehrheit hat. Laut amtlicher Hochrechnung kommt die SPD auf 32,8%. Die Grünen rutschen auf 15,2. Die CDU erhält 22,6, die Linkspartei 9,3%. Die rechtspopulistischen Bürger in Wut bekommen landesweit 3,3% und wegen regionaler Besonderheiten einen Sitz in der Bürgerschaft. Die FDP ist mit 6,8% vertreten, die AfD mit 5,4% das erste Mal. Ein Bürgermeister tritt ab. Während der Landesvorstand der Bremer SPD im Saal auf ihn wartet, nimmt sich der noch Regierungschef draußen Zeit für die Journalisten. Die Entscheidung, nach dem schlechten Wahlergebnis nicht wieder anzutreten, hat er sich nicht leicht gemacht. Ich habe gern für Bremen, für dieses Land, für diese beiden Städte, Bremen und Bremerhaven, gearbeitet. Ich hätte das auch gerne fortgesetzt. Deshalb bin ich bei der Wahl angetreten. Aber für mich gehört es zu einer demokratischen Selbstverständlichkeit, dass man als Spitzenkandidat einer Partei auch Verantwortung übernimmt, wenn das Ergebnis nicht den Erwartungen entspricht. Trotz des schlechtesten Wahlergebnisses der Bremer SPD höflicher Applaus vom Vorstand. 10 Jahre stand Jurist Börnsen an der Spitze des Bremer Senats. Von seiner Entscheidung ahnte hier niemand etwas. Für führende Genossen ist sie aber konsequent und notwendig. Wir haben in alle Richtungen verloren. Und deshalb ist auch klar, dass wir nicht so weitermachen können, wie wir das bisher angelegt haben, sondern es müssen einschneidende Veränderungen herbeigeführt werden. Auch die Christdemokraten hat der Bürgermeister mit seinem Entschluss überrascht. Deren Bremer Spitzenkandidatin erfährt davon auf der Pressekonferenz mit der Kanzlerin. So habe ich diese Partei noch nie erlebt. Und von daher müssen wir das jetzt respektieren und sehen, wie sich die SPD jetzt findet. Auch beim bisherigen Koalitionspartner, den Grünen, hat heute der Vorstand getagt. Hier setzt man weiter auf eine Fortsetzung von Rot-Grün. Doch die Bremer SPD hat nun 2 Optionen. Entweder regiert man weiter mit den Grünen oder bildet, was Börnsen stets abgelehnt hat, nun doch eine Koalition mit der CDU. Gewählt hat in Bremen nur die Hälfte der wahlberechtigten Bürger, so wenig wie zuvor noch nie in einem westdeutschen Bundesland. In einigen ostdeutschen Ländern waren schon Beteiligungen unter der Marke von 50% gemessen worden. Nun wollen die Parteien gemeinsam nach Wegen suchen, die Wähler wieder stärker zu mobilisieren. SPD-Generalsekretärin Fahimi kündigte für Anfang Juni ein Treffen mit ihren Kollegen an. Bremen hat gewählt. Ganz Bremen? Nein, nur knapp die Hälfte. Noch sind nicht alle Stimmen ausgezählt, aber eines ist klar, die Wahlbeteiligung war historisch tief. Umfragen zeigen, dass bestimmte soziale Gruppen, beispielsweise besser gebildete oder mit besserem Einkommen, dass die häufiger zur Wahl gehen, während gerade die, die vielleicht die Unterstützung der Politik nötiger hätten, weil sie eben beispielsweise ein geringes Einkommen haben oder eine geringe formale Bildung, dass die seltener zur Wahl gehen. Und das ist natürlich für die Gesellschaft ein Problem. Würde man das Ergebnis in Bremen auf alle Wahlberechtigten umlegen, dann hätten die Nichtwähler die Hälfte aller Stimmen. Für die SPD blieben noch 16,4%, den Grünen 7,6, der CDU 11,3, die anderen würden keine 5% erreichen. Da stellt sich die Frage, wie legitim eine solche Regierung eigentlich ist. Verfassungsrechtlich zählt ja nur die Mehrheit. Und man kann auch mal hinnehmen, dass es mal nur ganz wenige sind, die wirklich hinter einer Regierung stehen. Aber auf Dauer schränkt das die Basis für die Demokratie ein. Am dramatischsten ist die niedrige Wahlbeteiligung in Brandenburg und Sachsen. Bremen reiht sich nun unter die Schlusslichter ein. Knapp über 50% liegen die anderen 9 Bundesländer, über 55% dann Hamburg, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen. Bei mehr als 60% liegt die Wahlbeteiligung in den übrigen Ländern. Zum Jubeln ist da höchstens den Kleinen und den Protestparteien zumute, denn sie können ihre wenigen Wähler meist besser mobilisieren. Bei einer geringen Wahlbeteiligung fällt es ihnen zusätzlich leichter, die 5%-Hürde zu überspringen. Zu dem Wahlergebnis in Bremen und den politischen Perspektiven liefern wir Fakten und Analysen auf tagesschau.de.
Trotz des Wahlerfolgs in Bremen spitzt sich der Machtkampf in der eurokritischen AfD zu. Gerungen wird darum, ob sich die Alternative für Deutschland eher rechtsnational ausrichten soll, wie Landesverbände im Osten, oder wirtschaftsliberaler, wie Parteichef Lucke und seine Anhänger. Lucke nannte die Positionen heute in einer E-Mail an die Mitglieder unvereinbar. Dass er die AfD verlassen wolle, hatte er zuvor dementiert. Bernd Lucke will die Entscheidung im Flügelkampf. Der wirtschaftsliberale AfD-Sprecher rechnet in einer E-Mail an die Parteibasis mit seinen Widersachern ab. Anti-islamische, zuwanderungsfeindliche Kräfte hätten der Partei geschadet. Radikale drohten, Bürgerliche zu vergraulen. Die Grundvorstellungen dieser beiden Gruppen sind unvereinbar, auch wenn man in Einzelfragen Kompromisslösungen erreichen kann. Tatsächlich aber ist es ein Streit darüber, ob die Grundausrichtung der Partei hin zu dem radikalen, systemkritischen Ansatz verschoben werden soll. Gestützt wird Lucke von Ex-BDI-Chef Henkel. Der warnt vor einem Rechtsruck, schmiss deshalb im Bundesvorstand hin und vermutet die AfD-Mehrheit hinter Lucke. Sie sind nicht so aggressiv und so gut vernetzt und so laut wie die wenigen, die irgendwie versuchen, die Partei sehr weit nach rechts zu rücken. Ein Warnschuss auch an Kritiker vom nationalkonservativen Flügel wie Frauke Petri und Alexander Gauland. Sie schoben Themen wie Grenzkriminalität und Asylpolitik in den Vordergrund. Nun warnt Gauland vor einer Spaltung. Wenn ein Flügel sich vom anderen trennt, ist die AfD nicht mehr die AfD. Und er wird alleine mit Bernd Lucke keine 5% für den Bundestag bekommen. Unruhe, die zwischenzeitlich in Gerüchten um Luckes Rücktritt gipfelte. Doch Lucke geht in die Offensive, will eine Richtungsentscheidung erzwingen und nimmt auch Mitgliederverluste in Kauf. Im Juni dann will Lucke auf einem Parteitag die Weichen dafür stellen, dass er alleine AfD-Chef werden kann. Nach dem Auftakt am Freitag haben die Gewerkschaften die Streiks in den kommunalen Kindertagesstätten heute auf das gesamte Bundesgebiet ausgedehnt. Hier in Potsdam gingen Erzieherinnen und Erzieher auf die Straße, um für mehr Lohn und Anerkennung ihrer Arbeit zu demonstrieren. Die Gewerkschaften fordern durchschnittlich 10% mehr Geld für die Beschäftigten. Laut Verdi befinden sich mehr als 40.000 Erzieherinnen und Erzieher im unbefristeten Ausstand. Bundespräsident Gauck hat Israels Präsidenten Rivlin mit militärischen Ehren in Berlin empfangen. Anlass des dreitägigen Besuchs ist die Aufnahme der diplomatischen Beziehungen zwischen Israel und Deutschland vor 50 Jahren. Am Nachmittag legte Rivlin am Berliner Mahnmal Gleis 17 einen Kranz nieder. Von dort aus hatten die Nationalsozialisten zehntausende Juden in die Konzentrationslager deportiert. Die Euro-Finanzminister wollen von Griechenland mehr Tempo in den Verhandlungen mit den internationalen Geldgebern. Zugleich begrüßten sie in einer am Abend veröffentlichten Erklärung die bisherigen Fortschritte. Die Runde hatte zuvor in Brüssel erneut über den Schuldenstreit beraten, in dem bislang kein Kompromiss in Sicht ist. Die Auszahlung von weiteren 7,2 Milliarden Euro an Athen ist von umfangreichen Reformvorhaben abhängig. Einen Durchbruch hatte niemand erwartet, aber für Yannis Varoufakis liegt der jetzt nicht mehr allzu fern. In den nächsten paar Tagen, kaum jemand teilt diese Sicht. Gefragt, wie nah man vor einer Einigung stehe, meint etwa der slowakische Minister. How close? Wie nah? Na, das ist ein interessantes Wort in diesem Moment. Die Zeit drängt. Niemand weiß, woher Varoufakis die gut 11 Milliarden Euro nehmen will, die er bis September an den Internationalen Währungsfonds und die Zentralbanken der Eurozone überweisen muss. Außer den Griechen ist es nur die EU-Kommission, die sich einigermaßen hoffnungsvoll äußert. Wir können substanziellen Fortschritt verzeichnen, was das Verfahren angeht, aber auch in der Sache. In wichtigen Punkten sind wir vorangekommen. Aber die Finanzminister hören mit Sorge, dass die anderen Institutionen der früheren Troika die Gespräche mit Griechenland deutlich skeptischer beurteilen, vor allem der Währungsfonds. Der Bundesfinanzminister mahnte eine gemeinsame Linie an. Die Vorstellung, dass man ohne den Internationalen Währungsfonds in irgendeinem europäischen Parlament irgendwelche Entscheidungen treffen könnte, sind auch sehr unrealistisch. Das war ein Warnschuss für Brüssel. Nicht nur in Berlin keimt der Eindruck, dass die EU-Kommission die Zentralbank und den Währungsfonds aus der Überwachung der Krisenstaaten herausdrängen will, weil sie zu streng sind. Schäuble hat deutlich gemacht, dass er da nicht mitspielen wird. Auch nach dem Absturz des Militärtransporters A400M in Spanien setzt der Luftfahrtkonzern Airbus seine Testflüge fort.
Die nächste Maschine soll noch in dieser Woche von Toulouse aus starten. Dieses Mal mit dem Chef der Militärflugzeugsparte an Bord. Deutschland, Großbritannien und die Türkei wollen ihre Maschinen zunächst am Boden lassen. Derzeit laufen Ermittlungen, wie es zu dem Unglück mit 4 Toten kommen konnte. Schweigeminute in Südspanien. Mitarbeiter von Airbus gedenken der Kollegen, die hier am Samstag bei einem Testflug mit der Militärtransportmaschine ums Leben kamen. Zeitgleich bei einem Besuch in Israel. Die Verteidigungsministerin drückt den Familien der Verstorbenen ihr Beileid aus und sagt: Gut ist, dass natürlich die Blackboxes da sind, sodass man auch schnell, das heißt in einer Zeit von Tagen, eine Klärung darüber haben kann, was die Ursache wahrscheinlich gewesen ist. Bis zur Klärung ist der Flugbetrieb der bislang einzigen A400M in Deutschland eingestellt. Eigentlich sollten dieses Jahr 5 weitere Transportmaschinen an die Bundeswehr ausgeliefert werden. Doch dieser Zeitplan ist nun völlig offen. Zuvor schon gab es Auslieferungsprobleme, Mängel, Milliarden Mehrkosten. Die Zeit drängt für die Luftwaffe, denn einerseits die Truppe ist vorbereitet, die Infrastruktur ist hergestellt und andererseits braucht auch die Bundeswehr für ihre Einsätze, für all das, wo man Personal und Material von A nach B transportieren soll, sicheren, verlässlichen Lufttransport. Ansonsten findet das nicht mehr statt. Der verlässliche Lufttransport war bereits letztes Jahr beim Ebola-Hilfseinsatz schwierig. Wegen eines technischen Defekts musste eine der alten Transall-Maschinen zwischenlanden. Aus Sicht der Opposition muss nun auch der A400M-Hersteller Airbus stärker in Regress genommen werden. Ich fordere das Ministerium auf, dass man da wirklich, wenn es um Schadensersatzfragen geht, um Kompensationszahlungen, alle Zahlen auf den Tisch legt und versucht, eine Gesamtlösung hinzubekommen. Airbus will im Gegensatz zur Bundeswehr die Testflüge ab sofort weiterlaufen lassen. Im französischen Reims schmücken künftig 3 neue Fenster die Kathedrale. Sie war im Ersten Weltkrieg von deutschen Truppen zerstört worden. Als Geste der Wiedergutmachung hatte Deutschland im vergangenen Gedenkjahr die vom Künstler Immi Knöbel gestalteten Fenster gestiftet. Damit schließe sich die letzte Narbe des Krieges, sagte Bundesaußenminister Steinmeier. Außergewöhnlich bunt leuchten die 9 Fenster der Kathedrale von Reims. Sie bilden nun den Lichtrahmen um die Kapelle der Jeanne d'Arc. Bundesaußenminister Steinmeier war gekommen, um die Kirchenfenster symbolisch zu übergeben. Deutsche Soldaten hatten die Kathedrale im Ersten Weltkrieg zerstört. In ihrem Kriegswahn glaubten die Deutschen gar, Gott sei ihr Verbündeter. Doch der Krieg ist niemals heilig, allein der Frieden ist es. Der Düsseldorfer Künstler Immi Knöbel hatte die 9 Kirchenfenster gestaltet und auf ein Honorar verzichtet. Für ihn bringen die Fenster ein Licht der Versöhnung in die Kathedrale. Der Künstler selbst aber fremdelte anfangs noch ein wenig mit seinem Werk. Entsetzt. Ich musste dreimal in die Kathedrale, dreimal rausgehen und dreimal wieder reinkommen. Die Schenkung des Auswärtigen Amtes und der Kunststiftung NRW soll ein starkes Symbol deutsch-französischer Aussöhnung sein. Deutschlands Eishockey-Team hat heute bei der WM in Prag gegen Österreich den Abstieg verhindert. Es langte ein Unentschieden in der regulären Spielzeit für den nötigen Punkt, auch wenn es am Ende nach Penaltyschießen 2:3 stand. Deutschland in Gelb-Schwarz lief immer einem Rückstand hinterher. Reimer schaffte 2 Minuten vor Schluss den 2:2 Ausgleich. Spieler und Zuschauer bejubelten diesen Treffer euphorisch. Klassenerhalt. In der Verlängerung keine Tore, dann das nervenaufreibende Penalty-Schießen. Die Österreicher besser, trafen 2-mal. Hier überwindet Komarek Dennis Endras. Deutschland nur 1-mal erfolgreich. Österreich gewinnt das Prestigeduell. Deutschland bleibt der A-Gruppe im nächsten Jahr erhalten. Und nun die Wettervorhersage für morgen Dienstag, den 12. Mai. Das Hoch über Italien bringt uns sehr warme Luft und der Südosthälfte Deutschlands auch verbreitet Sonnenschein. Ein Tief bei Schottland lenkt dagegen von Nordwesten kühlere Luft heran. An der Luftmassengrenze entwickeln sich morgen teilweise unwetterartige Gewitter. Die Nacht beginnt vielerorts klar, später wird es im Nordwesten wolkiger und es sind erste Schauer und Gewitter möglich. Am Tag zunächst oft freundlich, im Nordwesten gebietsweise Schauer oder Gewitter. Die entwickeln sich am Nachmittag vor allem von der Mitte bis in den Osten, zum Teil mit Unwetterpotenzial, ab den Abendstunden auch im Süden, während sich das Wetter in der Nordwesthälfte beruhigt. Der Wind bläst mäßig bis frisch mit starken bis stürmischen Böen, bei Gewittern drohen schwere Sturmböen. Im Bayerischen Wald heute Nacht 5, im Ruhrgebiet bis 16 Grad. In Nordfriesland morgen 13, am Oberrhein bis 31 Grad.
Am Mittwoch gibt's im Süden zum Teil heftige Schauer oder Gewitter, im Norden wechselhaft und windig, in der Mitte meist freundlich und trocken. In den folgenden Tagen wird es bei wechselhaftem Wetter deutlich kühler. Um 22.15 Uhr hat Thomas Roth diese Tagesthemen für Sie. Bremen ohne Börnsen, die SPD verliert ihren Spitzenmann und Kinder ohne Betreuung, die Folgen des Kita-Streiks. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.